Hallo YouTube-Welt, herzlich willkommen zu Myself zockt. Heute Train Fever. Und während mein Spiel im Hintergrund noch ladet, möchte ich dich dazu aufrufen, eine kleine Gedenkminute einzulegen für einen grossen Musiker, der heute oder gestern, je nachdem, wenn du das Video schaust oder ich es auflade, von uns gegangen ist. Ich bin nicht Fan von seiner Musik. Oder sagen wir es anders, sie hat mich nie wirklich richtig so berührt, aber der David Bowie als Person hat mich wahnsinnig fasziniert. Er war ein Künstler wie kein anderer. Und darum widme ich heute diese Folge in einem wahnsinnige Künstler, der wieder einmal ganz viele Leute inspiriert hat, Musik zu machen. Und ja, sein letztes Album, das vor einer Woche rausgekommen ist, wirklich sein letztes Album wird sein. Ja, ich lasse mich jetzt nicht unter Druck setzen von irgendeiner Königin oder so, sondern ich mache. Ja, nein, ich tue einfach mal als Mann die Welt verkaufen und zocke darum dort weiter, wo ich als letztes aufgehört habe. Das war irgendwo zwischen dem und diesem. Wir fangen gerade mit dem Oh yeah an, das klingt doch super. Ah, es gibt ein paar Postauto. Schön. Ah ja, apropos, das ist halt so ein Mod, den ich runtergeladen habe. Und ich werde bei Gelegenheit, wenn ich dann dazu komme, noch dieses Jahr, so ein Video machen, wo ich die Mods vorstelle, wo ich hier in Benutzung kann. Es sind hauptsächlich Schweizer Sachen. Das kann ich gerade mal so sagen. Und ja, ich werde sicher in der nächsten Zeit eine Zeit finden, um Zeit haben. Für da. Aber was geht überhaupt? Eben, wir sind hier zwischen Cachan und Saint-Gaudens und Bagnon-sur-Gaise. Da habe ich doch das letzte Mal eine wunderbare Tramlinie eingeführt, die in meinen Augen Sturz machen wie Heu. Und das macht sie fast. Während die anderen nicht so viel Sturz machen wie Heu, sondern eher Geld kosten wie Heu. Aber immerhin sieht es hier etwas besser aus. Ich habe doch hier noch an der Holzlinie etwas gemacht. Die ist auch gut dran. Da wollte ich jetzt aber gerade mal schnell reinschauen, weil ich glaube nämlich, dass ich hier die Produktion motiviert habe. Jawohl, das habe ich. Hier haben wir tatsächlich 7 Sachen, die warten. Und weil es ja neue Lastwagen hat, kaufe ich jetzt hier gerade noch schnell 2 neue Lastwagen vom Opel. Du bringst mir Holz und zwar auf die Holzlinie. Ist irgendwie logisch, oder? Das wird schon die richtige sein. Das ist jetzt alles so schnell gegangen. Ich bin nicht sicher, ob das die richtige ist. Schnell kontrollieren. Doch, doch, das war die richtige. Aber ich sehe das irgendwie da nicht so gut. Ich muss da eine andere Farbe nehmen. Grün sehe ich besser. Ja. Wunderbar. Super. Dann, was wartet da? Eigentlich auch nichts. He? Wie sind wir denn da auf 82? Aber so viel bringst du mir da noch nicht, oder? Falsch. Da habe ich eine Welle. 65 bringst du mir, Affi. Da muss eindeutig noch mehr. Da muss noch mehr kommen. So springst du mir nämlich von hier oben immer noch zu viel Holz. Aber da gibt es einen ganz einfachen Trick, wie ich das kann unterbinden kann. Indem, dass ich nämlich. Aha. Diese Strasse hier gibt es gar nicht mehr. Jetzt wollte ich doch hier diese Strasse abreißen und dafür hier irgendwie so einen Umweg generieren. Das machen wir jetzt gleich schnell. Und zwar mit der billigsten Strasse, die wir haben, führen wir das hier. So, hier über. Ja, ja, 15.000, das ist gut. Und das hier, das Teilstück hier, reissen wir ab. Dann muss nämlich das Holz hier außen rum. Und ich kann
hier noch mein Holz abholen. Du bist voll, oder? Ja, eben, genau. Und da wartet auch schon wieder Holz und ich hoffe, da kommt jetzt dann gleich schon wieder der nächste. Das geht aber noch Zeit. Ist das schon ein Opel? Nein, das ist immer noch der alte. Aha, das ist grün, nicht schwarz. Es hätte so ausgesehen, als wäre das schwarz. Aber es ist tatsächlich grün. Kommt da der erste Opel? Jawohl, sehr gut. Und wo ist der andere? Da. Ja, gut. Die sind hier noch schnell einkehren, damit ihr wisst, wo ihr rennen müsst. Das ist auch gut, weil so kann man sich weniger verfahren. Ist ja auch wahnsinnig schwierig, sich die Strecke können zu merken von A nach B. Das schafft nicht jeder Mensch. Und vor allem auch nicht jede KI. Gut, was machen wir mit unseren 2,1 Millionen? Ich möchte ja gerne mein Schienennetz erweitern. Und zwar auf Tuch. Ja, hier bin ich ja schon seit etwa 50 Jahren am Planen. Es hat dann mal eine Streckenführung gegeben. Ich glaube, hier habe ich sie geplant. In der Zwischenzeit sind auch alle Pläne fertiggestellt und ich weiss auch, wo der Bahnhof hinkommt. Nämlich, zeigen wir schnell, Bahnhof. Was nehmen wir da für einen Bahnhof? Das sind übrigens auch irgendwelche Mods da. Kann ich die jetzt eigentlich schon brauchen? Kann ich jetzt da schon einen orangigen Bahnhof machen? Das wäre eigentlich noch cool. Zeig mal schnell, N3. Ich werde die eben hier haben irgendwie. Aber noch schöner wäre es eben hier. Genau da, aber mit 2,3 Millionen werde ich eben wahrscheinlich nicht so weit kommen. Eieiei, das wird noch teuer. Und wenn ich da Gleis mache, 18'000 und 78, das geht irgendwann um die 90'000. Ah, das kommt ja gar nicht so teuer. 90, warte, wir machen es. Kaufen wir da nicht. Da, 90. Dann sind wir da auf 300'000. Und dann brauchen wir da noch einen Brock für 500'000. 800'000. Da habe ich noch 1,2 Millionen. Das heisst, ich kann mir dann genau einen Loki leisten. Das bringt nichts. Das bringt nichts. Ich brauche mehr Geld. Also, komm. Lass die Zeit schneller laufen, ich brauche Geld. Und dann schauen wir mal schnell, wieso das denn andere Linien so viel rückwärts machen. Zum Beispiel die hier. Hast denn du Leute? 2. Und du? 5. Ja. Das neue Postauto, das ich hier bekommen habe, will ich jetzt hier schnell anschauen. Ich habe hier sicher irgendwo einen Busbahnhof. Ein Busbahnhof. Was schnarre ich eigentlich für Zeugs zusammen? Ich meine, denke, ein Busdepot. Habe ich da sicher irgendwo? Da ist es ja. Also, lass mich mal vergleichen. Der kostet 165'000. Willst du mich eigentlich verarschen? Für 2 Leute mehr. Und 8'000 mehr Unterhalt. Hey, weisst du was? Da machen wir etwas anderes. Da machen wir etwas ganz anderes und zwar machen wir hier eine Buslinie von Bijano nach Gashan. Dass die Leute, die von Bijano auf Saint-Gaudens oder auf Bagnols-sur-Gaisse wollen, dass die mal etwas zu tun haben und auch mal ein bisschen umreisen können. Die Frage ist, lohnt sich das? Die Frage ist wirklich, lohnt sich das? Da habe ich eigentlich schön zentral Moment schnell, das ist ein Depot. Das ist gar kein Busbahnhof. Das heisst, ich muss da irgendwo. Legst du mir da laufen Leute rum? Da müsste ich das Tram mal noch dahinter nehmen. Oder? Ich habe doch hier ein Tram. Ich habe doch kein Tram. Ja, komm jetzt. Dann führen wir sofort wieder eins ein, weil da laufen Leute rum. Das ist ja zum Kotzen. Die sollen doch nicht laufen.
ihr könnt doch auch fahren. Und zwar mit meinem Tram. Warte, das geht ja jetzt so. Ich kann hier ein Tram kaufen und dann hier neue Linien machen. Genau. Oh, jetzt habe ich aber vergessen, wie die Stadt hier heisst. Warte schnell. Bigan uns. Okay, also noch einmal. Warte. Aha. Hehe, jetzt hat es mir die gemacht. Ah, so ein Kackmist. Okay, dann wird das halt so gemacht bei der Linie 1, dass ich dich da schnell umtaufe. Bug Nons. Tram 1. Ich hatte die ganz sicher schon mal gehabt. Und werde jetzt hier Haltestellen dazufügen. Und zwar fährst du mir was schnell. Ja, du fährst mir hier an, gehst hier rauf und gehst hier wieder retour. Ja, da haltest du gerade zweimal, das ist okay. Und dann so wieder retour, ja. Und die Linie lohne ich jetzt in dem schönen Gelb. Weil, ja, Gelb ist eigentlich eine schöne Farbe. Einfach nicht in Saint-Gaudens, aber hier in Bijanon sollte doch das eine schöne Farbe sein. Es muss mir da einfach Leute geben auf dieser Linie. Also die sind sicher... Ah, wieso bin ich jetzt da schon wieder auf langsam? Gang doch auf Vollgas. Hallo. Brauche ich aber vielleicht nochmal ein Tram mehr, he? Oder? Würdest du auch sagen, dass ich ein zweites Tram einführen sollte? Weil 140 Sekunden, das ist eindeutig zu viel. Und ich habe ja grossen Bedarf da an Leuten. Ja, ja, das Tram ist schon voll. Also, du kommst oben runter. Komm, ich kaufe da gerade nochmal den Typ T1. Nicht zu verwechseln mit dem VW. Dann kehrst du dort jetzt und dann kann ich dich ja zuweisen, sobald du dort oben bist. Ich sehe gerade, ja, Bagno und Bagnos, das heisst im Fall Bijano da, hallo. Da, völlig falsch, ich bin da irgendwie, ich bin ein falscher Film. Biganons heisst das nämlich. Ja, es sieht aus, als lohne ich mich doch so recht unter Druck setzen. Jetzt haben wir da aber einen guten Takt und wir sind auch schon wieder in den grünen Zahlen. Nice. Gut. Rue Vincent van Gogh. Ah ja. Cool. Wo ist denn die? Das ist Rue Vincent van Gogh. Hat es denn da irgendwelche Leute, die sich Toren abgeschnitten haben? Oder irgendwie ein cooles Bild gemalt haben von einer Sonnenblume? Du siehst so künstlerisch aus. Zeig mal. Wohnort, Geschäft, Arbeitsplatz. Wo schaffst du? Da schaffst du? In der Industrie. Also du bist in dem Fall nicht wirklich... Ja gut, mal vielleicht bist du in der Freizeit irgendein Künstler, der sich dann in den nächsten 20 Jahren einmal wird das Ohr abhauen. Aha. Jetzt fängt das an. Jetzt, wenn ich das Geld habe, fängt das an. Aber... Auf dieser Linie lohnt sich eben tatsächlich das Zeug zu ersetzen. Und das mache ich jetzt auch. Und zwar werde ich aber hier den neuen Opel mit. Oh, was transportierst du? Güter nehme ich an, he? Ja, ja, klar. Güter. Nicht Kohle, sondern eben ich werde Güter. Und dann tust du mir das mal hier ersetzen. Dann schauen wir mal, wie lange das geht, bis hier alle ersetzt sind. Habe ich dann noch andere Fahrzeuge, die ich ersetzen sollte, die das Alter erreicht haben? Dich. Okay. Ja, da kommen ein paar. Uiuiui, da kommen ein paar. Ja, aber weißt du was, das könnten wir eigentlich auch gerade machen. Komm, ich habe ja jetzt Geld und dann kann ich mir das ja auch leisten.
in dem, dass ich überall einen blitzhaften Opel hineinsetze. So, und dann schauen wir mal, ob es doch da schon etwas da hat. Kann ich das unterscheiden? Du bist ein Opel, du nicht. Okay, und wo noch? Dir sind alle noch keine Opels, oder? Das ist der Opel. Ja, das ist der Opel. Gut, also dann ersetzen wir schnell die Linien. Ah, sehr gut. Da ist gerade wieder eine weg. Wo ist denn der? Da fehlen aber immer noch ein paar. Ja, das lassen wir mal noch rasch laufen. So, he? Ja, ja. Das ist gut. Oh, da hat es noch einen Bahnübergang gesehen. Mach doch da auch so einen schönen Bahnübergang draus. Aha, das wäre zwar die Tinder gewesen. Die 16.000 hätte ich mir können sparen. Aber da läuft's, da läuft's. 23, gut, es geht. 21, ja, okay, es geht. Du nimmst einfach nur wieder 21 mit. Bist nicht einmal zur Hälfte voll. Wie sieht es mit dem Güter aus da? Mit dem Öl aus da. Du nimmst hoffentlich ein bisschen mehr mit. Hallo? 44, du bist zur Hälfte voll. Gut, da haben wir ja richtig etwas gemacht. 108 produzierst du, geil. Und du? Auch 108. Ja, das ist super. Das gefällt. Irgendwie geht es mir gerade ein bisschen schnell, aber es ist okay. Machen wir ein Spürchen langsamer. Schauen hier noch schnell rein. Wie sieht es denn bei dir aus? 64 nur. Was ist denn los? Was ist denn mit meinem anderen Zug los? Der hier werde ich dich gleich müssen ersetzen. 25 Jahre, das wird auch nicht mehr allzu lang gehen. Dann haben wir hier wieder einen, jawohl. Kommt da rauf. Kohle. Ja, ja, tun wir dich auch ersetzen. Kohle. Ja. Du wartest ja eh, bis du voll bist. Dann kommt das auch nicht so drauf an. Der Zug, wie lange. Was hat der für eine Lebensdauer? Lebt der 10 Jahre? Lebt der 5 Jahre? Was? Lebensdauer? Ah, 40 Jahre! Ja, hey, hallo. Du bist ja noch in voller Blüte da. Und du machst auch schön Profit, du machst auch schön langsam Profit, du noch nicht so, aber das wird schon. Gut, mit 3,2 Millionen können wir schon mehr anfangen, aber das wird ja wieder weniger, weil ich irgendwelche Sachen am Ersetzen bin. Und ich sehe da die grüne Linie, könnte ich glaube schon wieder... Nein, okay, dann lassen wir das noch. Und da sind ihr noch nicht so alt im Fall, oder was? 30 Jahre, Mann. Komm, ich... Du wirst eh gerade ersetzt, komm, das ist okay. Also, wenn wir es jetzt wagen, jetzt hätte ich nämlich 3 Millionen. Und das bräuchte ich auch, um die Tour können zu verbinden. Das Tremli läuft gut da, oder? Sehr schön. Jawohl, das ist gut. Das ist super. Du bist schon wieder beim Vincent. Ja, was habe ich gesagt? Mache ich zuerst den Bahnhof oder mache ich zuerst? Ich mache zuerst den Bahnhof. Einen gelben. Extra. Extra mache ich da einen gelben Bahnhof. Aber. Ich muss da schon ein bisschen überlegen, wie, weil ich brauche sicher zweigleisig und ein bisschen länger. Komm, wir machen halt doch lieber so blau. Ah, das kostet mich doch ein bisschen mehr, wie das ich gedacht habe. Hallo. Ich glaube, ich muss meine Pläne noch einmal überarbeiten. 400'000, wieso ist das so teuer? Und da
Boah. Wenn ich das Strassenstück hier abreisse, läuft es dann besser? 400'000, du machst mir da einfach komische Sachen. Und wenn ich dich da hin tue, dann bist du wirklich außerhalb. Aber ich könnte dich ja eigentlich auch so machen. Dann fahre ich halt dann unten durch. Sechsi wird auch ersetzt werden. Aber da habe ich doch schon Fahrzeugersatz. Nein, habe ich nicht. Komm, dann mach da auch, was, Holz? Okay. Ersetzen. Und weißt du was? Ich mache jetzt hier gerade noch schnell. 8, 9, 10, ja. Länge. So. Das ist gut. Das Holzzeug da funktioniert doch noch nicht ganz so. He? Warte, ich muss da schnell raus, sonst baust du mir da irgendetwas komisches rein. Du bist bis 77 angelangt. Okay. Das ist gut. Erz, ja, die muss ich aber ganz sicher ersetzen. Dann ist das aber mit diesen 3 Millionen eben vielleicht gleich nicht so eine gute Reserve, wenn ich das eigentlich gedacht habe. Wenn ich jetzt da ständig muss irgendwelche Fahrzeuge ersetzen muss. 78 produzierst du. Sag mal, hat das eigentlich etwas genützt, dass ich. Ja, das hat ganz viel genützt. Da kommt noch ein Holz. Zu Fuß hier, rundum. Und der Rest kommt von hier. Gut, das Ziel ist erreicht. Du produzierst nichts, weil du kommst keine Kohlen über. Wo habe ich denn die andere Linie? Warte, da ist irgendwie da. He? Ui, da warten auch ganz viele. Da warten ja tonnenweise Leute. Schon. Ich werde auch gleich wissen. Ah, ich habe ja jetzt aber gemacht, dass ihr ersetzt werdet, oder? Also da ist irgendwie ein Ghetto rum. Da ist ein Ghetto los. Dich schicke ich ins Depot. Dich schicke ich ins Depot. Dich schicke ich ins Depot. Aber du kannst noch nicht weiter, weil du da noch nicht voll bist. Und da warten aber für dich noch ein paar. Da müsste ich einen grösseren Terminal haben. Einen besseren, einen übersichtlicheren. So einen. Extra gross. Komm. Extra gross. Der kostet mich auch 70'000. Und das kann ich nicht mal abreißen, weil es da die ganze Zeit irgendwelche Fahrzeuge drin hat. Und das Problem ist, solange du da keine Kohle und kein Eisen bekommst, wirst du auch nichts produzieren. Schon der nächste. Also zwei können warten, da kommt man noch vorbei. He? Und du fährst einfach da durch und fährst dann weiter. Dann wartest du da. Okay. Voll daneben geklickt. Das gefällt mir gar nicht da. Das ist irgendwie im Schrott. Das heisst, ich habe zu viel Fahrzeug da drauf. Geh doch du ins Depot. Mal schauen, was dann passiert. Und dann kommst du einfach du. Aber du gehst auch ins Depot, oder? Du auch? Nein, du nicht. Du gehst hier hin und wirst nicht ersetzt. Wieso wirst du nicht ersetzt? Habe ich dann hier keinen Fahrzeugersatz? Nein, habe ich nicht. Okay, du bist einfach noch nicht genug alt.
Da putsch es ineinander rein. 6. Das ist irgendwie ein Motor, oder wir müssten die Produktion ein bisschen steigern. Was bist du? Du willst, dass ich meine Güter abtransportieren? Ja. Okay. Es sieht langsam besser aus. Aber nur langsam. Wirklich nur langsam. Schau, da geht das Zeug schon zu Fuss. Aha, weil natürlich wahrscheinlich ich alle von Bijanau abgenommen habe. He? Sehe ich das richtig? Güter Bijanau 2. Da setzen wir gerade noch einmal 2 drauf. Das kann ja nicht sein. Warte, ich will nicht das Tram. Ich will. Da haben wir ja einen. Da, den kann ich doch auf. Aufs Güter Bijanau setzen. Und dich verkaufe. Dich auch und dich auch. Dann, ja, du bist unterwegs. Soll ich noch einen? Ja, komm, ich tue noch einen drauf. Aber ich könnte ja einfach einen anderen nehmen. Zum Beispiel könnte ich ja einfach den hier nehmen. Nein, den kann ich nicht nehmen. Den hier. Der ist schon. Super. Den hier. Den könnte ich nehmen. Genau. Dann tun wir die auf Güter Bijanau-Linie. Dann läuft es nämlich ein bisschen rucki-zuckiger. Da wartet nichts. Du bist mit der Produktion recht hinten an. Weißt du was, die schicke ich eigentlich gerade ins Depot. Und dich auch. Gut. Okay. Haben wir wieder etwas gelehrt? Gelehrt nicht unbedingt, aber etwas verändert. Und jetzt will ich. Du bringst dich alle noch, das ist okay. Du tust mir jetzt hier schnell einen Stau verursachen. Kommt noch einer. 7, 8, 9, 10. Ja komm, die warten wir jetzt noch schnell ab. Fahrt los. 9, 10. Der geht dort durch die Scheibe. Aber der kommt. Ja, gut. Gut. Dann reissen wir nämlich das Teil hier ab. Komm, ich werde dich gerne abreissen. Dankeschön. Und ich werde hier jetzt gerne das machen. So. Und du wirst ja kein Problem haben. Jawohl, das ist gut. Dann kannst du nämlich jetzt wieder Gas geben. So, sind wir in der Moderne angekommen. He? Dann tun wir hier die Straße gerade modernisieren. Komm, ich mache hier fette Strassen. Aha, mache ich nicht. Aber so eine fette Strasse mache ich hin. Das ist doch cool. So, jetzt sieht man hier mal. Hallo? Man sieht gar nichts, weil ich es irgendwie wieder mal verpeile. Da wird es hoffentlich jetzt besser aufgehen. Hä? Hast du jetzt hier den Stau aufgelöst? Oder sind jetzt alle die Fahrzeuge verreckt, die hier hätten nennen sollen? Oder kommt jetzt einfach keins mehr, weil niemand mehr weiss, wo er durch muss? Mal, mal du weisst noch, wo hin. Okay, dann schauen wir mal, wie es hier aussieht. Da haben wir alle ersetzt. Dann nehmen wir das gerade wieder raus. Da haben wir alle ersetzt. Können wir auch. Zack, zack. Dich haben wir noch nie ersetzt. Bist du denn noch so ein junges Fahrzeug? Ja, nicht wirklich. Da haben wir alle ersetzt. Dann gehen wir hier auch weg mit dem. Und bei der Kohle sieht es auch gut aus. Prächtig. Prächtig! Wunderbar! Schön aufs neue Jahr hin. Können wir die Sendung. Ich erzähle heute, glaube ich, echt ein bisschen Zeugs.
Die Folge beenden und ich danke dir vielmals, dass du dabei gewesen bist. Ich hoffe, es hat dir Spass gemacht und kleines Revival. Denkt dran. In dem Sinn, ich bin mich selber. Salut!